schön hier. Ne? Vielen Dank für diese nette Dekoration. Ja, mein Name ist Dieter Keller, ich komme aus dem Kreis Hohenzollern. Und ich muss euch sagen, auch wenn wir das manches Mal so im politischen Tages- und Alltagsgeschäft nicht wirklich noch im Kopf haben, aber Politik kann auch Spaß machen. Es ist immer eine Frage der Betrachtungsweise. Es geisterte in der letzten Woche eine Meldung durch die Zeitungen. Das war eine Untersuchung vom Deutschen Institut für Wirtschaft. Die war überschrieben, Frauen verdienen in Deutschland immer noch weniger als Männer, Bindestrich, aber sie sind zufrieden damit. Fand ich erstmal sehr bemerkenswert. Danach fiel mir dann ein, vielleicht haben dann diese Prügelorgien von vielen Erziehern mit meist christlichem Hintergrund doch irgendwann mal ein Menschenbild geschaffen, das demütig und genügsame Menschen hervorbringt. Das ist nicht unser Menschenbild. Und es gibt auch andere Meldungen aus Düsseldorf, vom Landtag, zu den Sondierungsgesprächen und zu den Koalitionsverhandlungen. Das, was uns im Wahlkampf von SPD und Grünen immer wieder hämisch um die Ohren gehauen wurde, mit den Schlagworten, die sind ja nicht regierungsfähig, die sind nicht politikfähig, wer soll denn das bezahlen? Das kommt jetzt in ähnlicher Form als Plagiat von den Grünen und der SPD im Koalitionsvertrag wieder auf uns zurück. Und diese, Entschuldigung, Politkasper wollen uns demnächst regieren. Wer soll denn denen noch vertrauen? Das alles zu durchschauen, ist ein ganz wichtiger Punkt und eine ganz wichtige Aufgabe von der innerparteilichen Bildungsarbeit. Innerparteiliche Bildungsarbeit soll uns befähigen, das zu durchschauen und diese Hintergründe zu erkennen. Das geht natürlich nur, wenn wir dieses politische Hintergrundwissen haben, wenn wir es uns aneignen. Und dazu brauchen wir genau diese innerparteiliche Bildungsarbeit. Innerparteiliche Bildungsarbeit bedeutet aber auch, keinen Menschen, der Mitglied unserer Partei werden möchte, allein zu lassen. Ich erlebe das als Teamer bei Neumitglieder- und Programmseminaren, dass Bildungsarbeit nur gegenseitig funktioniert und dass wir nur gegenseitig voneinander lernen können. Wir haben zwar Wissen und Erfahrung, aber Bildungsarbeit bedeutet nicht, die einfach überzustülpen, sondern Bildungsarbeit bedeutet vor allen Dingen auch, Fragen aufzunehmen, den Fragen zuzuhören und Fragen vernünftig zu beantworten. Wer meint, überstülpen wäre Bildungsarbeit, der hat sicherlich etwas falsch verstanden. Das soll auch ein Schwerpunkt in meiner Landesvorstandsarbeit sein, neben Kulturarbeit. Danke.